Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin mit einem kurzen und knappen Zwischenvideo. Ich habe ja eine Temu-Bestellung gemacht. Und da haben sich ja die Geister drunter gestritten. Oder auch im Stream wurde denn sich darüber unterhalten, ob das so sinnvoll ist. Umweltverschwendung. Billig Scheiße aus China. Und ja, Temu hat, genau wie Alibaba und die ganzen China-Shops, einen Haufen Müll. Wirklich einen Haufen Müll. Von gefakten Kopfhörern und was weiß ich. Gibt es ganz viel Müll. Würde ich da auch nicht kaufen. Ich habe nur aus zwei Gründen habe ich da eigentlich bestellt. Die anderen Sachen, die ich mitbestellt habe, das war eigentlich nur so. Ist halt mitgeliefert, also hat mir gefallen. Also das für die Seite, für das Auto, das erfüllt den Dienst, das habe ich jetzt nicht ausgebaut, das ist schon drinne. Mir fällt nichts mehr dazwischen. Das Einzige, was von der ganzen Bestellung scheiße ist, ist der USB-Stick. Da habe ich es nicht hingekriegt, dass der dauerhaft leuchtet. Den habe ich reklamiert. 1,24 Euro oder sowas. Habe ich auch das Geld zurückgekriegt. Ich habe, wie ihr hier unschwer sehen könnt, ja, hier unten ist Silber. Der Originalschlüssel. Wartet mal. Ja. Ist unten schwarz. Also hier. Der hier. Ich habe mir ja in England praktisch ein. Ja, ein Nissan-Schlüssel geholt. Das ist wirklich ein originaler Nissan-Schlüssel. Ganz original. Von einem Schrottauto. Also von einem Unfallauto in England. Da war auch halt der Schlüssel mit ein paar Bildern links, rechts, oben, unten. Auch hier, das wurde rausgemacht und so, war mit bei. Und von dem Auto, wo es herkommt. Ist ja eigentlich der gleiche, wie ich habe. Vorne war nicht zu ersehen, ob es jetzt mit Facelift, also vor Facelift oder meiner ist, also nach dem Facelift halt. Weil das vorne Matsch. Ja? Aber es ist der Originalschlüssel. Zwei Button. Der unten ist hier fest. Den kann man nicht drücken. Oder? Na, bei mir kann ich ihn nicht drücken. Hier kann ich ihn drücken. Aber der geht schwer, der untere. Kann aber auch nur so sein. Und da habe ich jetzt ja bei Temu praktisch diesen Schlüssel gekauft. Das ist der mit bei war bei dem Anhänger hier aus England. Dafür habe ich bezahlt. Ich hatte bei PayPal einen Gutschein gekriegt, weil ich PayPal halt oft benutze. Da, wie für die nächste Aktion war, ich glaube 5 Euro. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube 5 Euro. Und bei Amazon hatten sie den runtergesetzt. Ich hatte ihn auf Beobachtung, nee, eBay. Hatten auf Beobachtungsliste. Und dann hat der Verkäufer gesagt, hier, Preisvorschlag, und da hat, was weiß ich, 50 Cent ist er runtergegangen oder knapp 1 Euro oder so, ich weiß es nicht. Ja, und jetzt habe ich für das Ding halt bezahlt, umgerechnet, 15 Euro, ein paar zerquetschte oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Achso, nee, Amazon hat ja, Quatsch, eBay hat ja auch nochmal Rabatt gehabt, mit so einem Passwort, da habe ich eine E-Mail gekriegt, Gott, ich weiß ja nicht mehr, wie viel das waren, ohne mal 10 Euro, glaube ich. Bin mir jetzt nicht 100, glaube 10 Euro, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber habe ich insgesamt 15, ja, und dann hat er insgesamt so um 16 Euro gespart. Also ich habe für das Ding habe ich bezahlt 15,72 Euro mit Umrechnung, also inklusive Versand, alle drum und dran. Und da habe ich jetzt bei Temu halt praktisch den Schlüssel gekauft, der jetzt hier hinten reinkommt. So. Das Auto von mir, das hat halt nur den Schlüssel zum Aufmachen. Und wenn das kaputt ist, dann funktioniert auch, da heißt nur noch Knopf für anmachen. Und den habe ich auch schon in den Rillen vom Wagen machen lassen. Also beim Schlüsseldienst habe ich bezahlt um die 5 Euro. 5,50 oder so, glaube ich. Also habe ich für den ganzen Schlüssel, nee, Quatsch, Versand war da nicht mit bei. Versand waren 7 Euro. Ich weiß es jetzt nicht genau. Na, sagen wir mal, ich habe für den ganzen Schlüssel
also für das Funkteil und hier unten so um die 20 € bezahlt. Na, sagen wir mal 25 € habe ich bezahlt. Packen wir mal einen Ort um drauf. 25 € habe ich bezahlt. Bei Nissan würde mich das ganze Ding das kostet 300 noch was? 380 oder 360 waren es, glaube ich. Der Schlüssel waren um die 60 €. Und dann muss es ja noch angelernt werden. Jetzt habe ich bezahlt 25 € für beides. Anlernen kostet nochmal 25, ja, oder 60. Zwischen 25 und 60 haben sie mir gesagt. Aber für das Gleiche, auch unangelernt, also praktisch das Senderteil unangelernt, würde ich bei Nissan direkt bezahlen 380, 90, 400, 410, 420, 430, 440, um die 440 €. 440 € dafür. Ich habe 25 bezahlt. Also allein dafür hat sich praktisch der Temu-Kauf schon gelohnt, weil, wie gesagt, das war ein blanker Schlüssel. Der Einzige, was unterscheidet, ist, dass es hier oben Silber ist. Das ist der Originale, der mit bei war. Der funktioniert bei meinem Auto logischerweise nicht. Da habe ich schon mal gespart. So, dann habe ich ja hier die Flasche gekauft. So, das sind meine beiden Flaschen. Das ist die von Amazon, das ist die von Temu. Die unterscheiden sich nicht, die Flaschen. Die einzigen Unterschiede, die ich euch jetzt, ich richte euch mal kurz nach ein Stück nach unten, dass ich euch das besser zeigen kann. So, die einzigen Unterschiede, die diese Flaschen haben, sind einmal der Aufdruck, dass der nicht vorhanden ist. Ja. Dann hier oben ist es ein bisschen scharfkantiger als die von Amazon. Die ist wirklich kein Grat, kein Nix. Da kannst du ohne Probleme machen. Hier ist ein bisschen scharfkantiger. Fühlt sich ein bisschen dünner der Rand oben an. Dann das Band ist bei der Amazon-Flasche hier locker, nicht wundern, ich habe die extra dreckig gelassen und nicht ausgespült vorher, damit ihr seht, dass ich sie wirklich benutze. Nicht, dass es wieder heißt, ja, die benutze ich ja nicht wirklich. Also das ist mit Absicht. So, hier, die kann ich frei bewegen. Hier, schwer, sehr, sehr schwer, weil das hier irgendwie verdreht ist und hier unten auch nicht so Platz ist oder so. Weil hier ist es ja, seht ihr, das ist es größer und hier ist es irgendwie, ja, geschrumpft, nee, der Hals ist unten was dicker als hier. Hier ist der Hals, wird der dünner und hier ist er halt dick und geht dann halt hier in die Flasche über. Ja, also ich würd jetzt eher sagen, dass die Billigflasche von Temu, also billig ist das falsch gesagt, preisgünstige Flasche, die hat ja weniger als die Hälfte von dieser Flasche gekostet, dass die praktisch, ich würde sagen, vielleicht kommen sie so ja aus dem gleichen Werk und dass das B-Ware ist. Diese nicht wegschmeißen und dann nochmal verkaufen. Weil halt hier das halt nicht richtig unten rum, also nicht ringsherum ist vernünftig. Hier ist etwas dicker. Hier sieht man auch ein bisschen Risse im Plaste. Ja, sonst ist da kein Unterschied. Der Gurt ist gleich. Hier ist halt auch noch Werbung auf dem Gurt. Bei der neuen Flasche, also bei der alten Flasche von Amazon, habe ich nur das Problem auch ab und zu, wenn ich zu fest zuschraube, kriege ich das nicht ab. Da muss ich erst wieder runterdrücken. Da ist die Gewinde nicht so toll. Das ist hier halt ein Stück besser. Das Gewinde ist meiner Meinung nach, also bei der preisgünstigen Flasche. Das war bei Amazon-Flasche schon die ganze Zeit so. Ja, und hier ist ohne Probleme, hier ist ein größeres, oder die Gewinde ist ein bisschen anders. Hier kann es vernünftig auf und zu machen. Ohne Probleme. Also das ist bei der preisgünstigeren Flasche besser. Aber ich nutze beide Flaschen für meinen Eistee. Ihr seht ja auch, hier ist Rot gerade unten noch drin von dem Eistee von Holi mit Asaya. Und hier ist noch ein bisschen Apfel-Eistee drin. Ja? Also habe ich extra, die gehen jetzt auch in Wasch, also die sind beide nicht Spülmaschinen geeignet, also man muss sie mit Hand waschen und dann mit Bürste und so was alles. Die werde ich jetzt gleich spülen und waschen. Ich mache dann immer meistens erstmal ein bisschen Heißwasser drin oder allgemein Heißwasser drin. Lasse es kurz einweichen, dann mache ich ein bisschen Heißwasser raus, mache Fit rein und schüttel das ordentlich durch. Dann kommt es auch hier unten in die Rillen, also hier unten, was der hier durchgeht, ja, hier auch. Dann kommt es da überall hin, kannst du es schön sauber machen. Dann
Kannst du dann am besten noch ein bisschen drinnen lassen, einweichen, dann ausspülen, ein paar Mal hintereinander, dass es fit rausgeht und dann schmeckst du doch nicht mehr, wenn du wieder was drin machst. Also hat sich gelohnt für mich. Ja. Klar, sagen viele China-Schrott, aber wenn man weiß, was man kauft oder man genau weiß, ich teste das jetzt, um zu gucken, passt der Schlüssel, passt der nicht. Und ich habe den Schlüssel auch am Auto getestet. Ich kann die Tür damit öffnen, beziehungsweise beide, Fahrer- und Beifahrerseite. Bei der Beifahrerseite ist eine Kappe, da kann man auch abmachen und dann ist, kann ich beides machen. Und es ist nur, damit öffnen kann. Mehr nicht. Ja. So. Und dafür hat sich das definitiv gelohnt. Für die Flasche 2 noch was im Gegensatz zu 9 noch was. Ne, 5 Euro, oder? 5 Euro habe ich bezahlt für die Flasche. 4,65 € oder so. Zu 9,99 € hat sich das auch gelohnt. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen gesehen, weil viele gesagt haben, ja, es ist viel Müll mit bei und Quatsch und hast nicht gesehen. Und ich habe mir schon überlegt, dass wenn ich werde mir noch ein bisschen Geld sparen. Jetzt gerade ist es ein bisschen schlecht, weil Auto noch abbezahlt werden muss, ein bisschen was. Also weil neue Batterie rennen musste jetzt. Die hat mich 320 € gekostet. Ja, kostet mich gerade 320 €. Hab die Hälfte bezahlt, die andere Hälfte kommt noch. Ich will auch noch ein bisschen Geld backpacken oder so und dann nochmal bei Temu bestellen. Für ein bisschen mehr habe ich mir so gedacht, so um die 30, 40 € werde ich eine Bestellung machen und mal aus verschiedenen Kategorien. Um zu gucken, weil viele gesagt haben, wie ist denn die Qualität von dem oder jenem. Und hat mich nach dem Ergebnis jetzt, wie gesagt, bin ich da mal gespannt, weil Fake-Kopfhörer brauchen wir uns nicht vormachen. Das brauchen wir nicht kaufen, das ist Quatsch. Aber mit der Flasche bin ich zufrieden, mit dem Schlüssel bin ich zufrieden, mit den Zwischenteilen bin ich zufrieden, mit der Aufkleber ist zufrieden. Also das ist alles ganz gut. Einzig was mit dem USB-Stick hat mir nicht so gefallen. Da war der Support aber ziemlich schnell und super. Und jetzt habe ich gedacht, ich kann euch was sagen, ich will mir irgendein T-Shirt aussuchen. Also ich werde nicht alles verraten, was ich bestellen will, aber irgendein T-Shirt werde ich mir aussuchen und bestellen, um zu gucken, wie die Qualität ist. Und dann habe ich da noch so ein bisschen was für den Garten gesehen, was ich dann meiner Mutter schenken kann. Ich habe auch was für das Haus gesehen, also für ein Haus, für eine Wohnung gesehen. Und also aus ein paar Kategorien will ich einfach mal bestellen. Alleine, um das zu überprüfen, weil ich ja auch bei Yomo oder wie die App heißt, mal ein bisschen was bestellt hatte und da halt semi-zufrieden war. Und bei Adi habe ich bestellt und da war ich bis jetzt eigentlich immer zufrieden. Also, da hatte ich noch nicht das Problem, dass da irgendwas, naja, ist halt so. Und da habe ich gedacht, jetzt testest du mal Temu und bestellst du mal aus verschiedenen Kategorien einfach was und guckst, wie die Qualität ist. Da wird auch dann ein Video geben, das werde ich dann wahrscheinlich nächsten oder übernächsten Monat machen. Da werde ich dann natürlich auch ein Video drüber machen. Ich bin mal ganz gespannt, wie Temu da abschlägt. Weil ich habe da ein paar Produkte gesehen. Für Preise, die so machbar sind, aber wo ja auch noch andere Sachen dran hängen. Also da ist aber dann wirklich keine Gewinnmarge oder irgendwas dran. Da bin ich mal sehr gespannt. Da bin ich richtig gespannt, was da machbar ist und wie die Qualität ist. Und damit will ich aber jetzt auch erstmal Schluss machen. Wie gesagt, es gibt genug Fake-Scheiße bei Temu, bei Ali. Bei den ganzen China-Shops gibt es hier noch Fake-Sachen. Von Klamotten zu Kopfhörern, zu Technik, zu allen möglichen. Ja, ich habe ja keine Marken jetzt bestellt. Ich habe einfach eine Plastikflasche bestellt, einen Schlüssel, einen Rohling was für einen Sitz zum Reinstoppen und einen USB-Stick und so. Ja, und einen Aufkleber. Und jetzt werden wir mal gucken, wie bei der nächsten Bestellung ist. Ich werde auch nicht gucken, ob irgendwie nicht nach Marke gucken. Ich werde mir keine Marken oder so eine Fake-Marken kaufen. Ich gehe da gezielt nach preisgünstig, so preisgünstig wie es geht. Irgendein T-Shirt, ein weißes, schwarzes mit vielleicht irgendeinem Aufdruck oder so, mal gucken. Und dann gehe ich halt wirklich vom Preis richtig tief ran, um zu gucken, ob diese Tiefpreise auch auch Qualität liefern oder machst du immer eine Waschmaschine, ist im Arsch. Da bin ich mal gespannt. Aber nicht nur Klamotten, auch andere Sachen, wo ich gucken will, wie sie verarbeitet sind und so. Das werden wir dann alles in einem Video machen. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Und fallt wirklich nicht bei diesen China-Shops auf diese ganzen Fake-Kopfhörer und Apple AirPods für 5 € und so rein.
lastet. Die Qualität ist mies. Das sind Fake-Dinger. Qualität ist wirklich mies bei den meisten. Und der Akku hält nicht so lange. Da holt ihr euch lieber in Deutschland bei Amazon vernünftige, zum Beispiel von Trebelt oder Soundpads. Packe ich euch mal ein paar Links in die Videobeschreibung. Die kosten auch nicht die Welt, aber die haben dafür eine gute Qualität für den Preis und eine vernünftige Akkuleistung. Und ja, manche sind auch updatebar und halt nicht von 12 bis Mittag. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.